Das zweite Drittel hat gerade begonnen zwischen der Slowakei und Kasachstan. Und natürlich mit immer noch einer Überzahlsituation. Und jetzt ist es gefallen, das Tor. 1:0 für die Slowakei. Und da haben sie lange dran gearbeitet, die Slowaken. Und die Erleichterung ist groß. Führungstreffer Marcel Hossa. So Spiel. Von Marian und dann ist es ein unglückliches Tor. Ganz unglückliches Tor für die Kasachen. Sehen Sie noch mal drauf. Vom Schlittschuh des Verteidigers, denke ich, Scheibe abgefälscht durch die Beine von Ogoreschnikow. Genauso ist es. Pechvogel Artyom Argokov. Erstes Tor für Marcel Hossa von den New York Rangers bei diesem Turnier. Bartovic. Schön gespielt. Das war ein klasse Tor. 2:0. Tomasz Suchowi. Spiel von Milan Bartovic. 2:0 für die Slowakei. Wunderbar gemacht. Also jetzt ist es dann doch eine beruhigende Führung geworden für die Slowakei. Klasse gespielt. Surovi also mit seinem ersten Tor bei diesem Turnier. 2:0 hier. Und wir sehen uns jetzt mal an, was der Olympiasieger macht, der ja auch deutlich führt gegen Italien. Peter Kohl, bitte. Und nur noch 15 Sekunden in diesem Drittel. Hossa und Tor! Milan Bartovic. Und wieder 2:0 war auch dieses dritte Tor. Klasse herausgespielt. Abklatschen auf der Bank, Freude auf den Rängen. Die Slowakei bringt einen Spielzug mal zu Ende. Einen schönen Spielzug. Sehen wir noch mal drauf. Drittes Powerplay-Tor. Marian Hossa drüben, Pawlikowski. Und der sieht am langen Pfosten Milan Bartovic, der 12 Sekunden vor der Drittelpause das 3:0 erzielt. Und das ist jetzt dann auch auf der Anzeigetafel eine klare Geschichte für die Slowakei. Aber die musste eine Weile zittern und hat jetzt erst ihre Nerven beruhigt. Milan Bartovic, das ist einer von den Jungen. Der Bulli sieht nicht ganz so krass aus. Nochmal die Slowakei und das schöne Tor von Miroslav Kovacic. Auch für ihn das Premierentor. Abpraller vom Torhüter und dann unter die Latte. 5:0. Jetzt sehen wir hier nochmal, da hat er Platz. Geht durch zwei Mann durch und bekommt die Scheibe und die Kasachen bewegen sich gar nicht mehr. Stehen einfach und der Torhüter kann da mal gar nichts machen. So leicht bekommt man es dann nicht immer gemacht. Miroslav Kovacic. Die letzten 4 Minuten im Spiel Slowakei gegen Kasachstan. Die Slowakei in den weißen Trikots hat die Spielfreude in dieser Partie entdeckt. Jucina! Und nun haben wir also doch noch ein Verteidiger-Tor. Der Treffer zum 6:0. Milan Jucina. Boston Bruins. 6 Tore in der NHL, eines jetzt bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Gab zwar noch ein paar Proteste von Kasachstans Torhüter Ogoreschnikow, weil ihm da die Beine weggezogen wurden angeblich. Aber selbst wenn, war das, nachdem die Scheibe die Linie überquert hatte,
Da hat er mit der Kelle daneben gegriffen. Und das halbe Dutzend ist voll.